Ich fühle mich sehr stark, wenn ich auf einem Pferd sitze. Im Alltag fühle ich mich ganz normal, wie jede andere Frau auch. Aber als Frau an einer Fantasia teilzunehmen, trotz der Schwierigkeiten, die wir als Frauenteam haben, dann fühlt man sich wirklich sehr stark. Schaut, wenn ich setzen sage, dann könnt ihr euch nicht die Haare machen. Nein, dann müssen die Pferde in einer Reihe stehen. Du hast es gerade gemacht. Schau, setzen, Waffen, dann begrüßen. Die größte Herausforderung ist, überhaupt akzeptiert zu werden. Es gibt Leute, die nicht wollen, dass wir als Frauenteam teilnehmen. Sie finden, dass Mädchen zu Hause bleiben und sich um die Hausarbeit kümmern sollen, statt auf Pferden zu reiten, da das reine Männersache sei. Aber das stimmt nicht, im Gegenteil. Der Prophet empfahl sogar das Reiten. Er sagte, lehre deine Kinder. Er sagte nicht, lehre deine Söhne. Er sagte, Kinder. Sowohl Jungen als auch Mädchen. Bete für uns. Wenn du fertig bist, ruf an. Viel Glück. Danke. Bis bald. Vor einigen Jahren hatte ich schon mal ein Frauenteam gegründet und junge Frauen aus meinem Ort für Fantasias trainiert. Nach und nach haben die Frauen geheiratet. Die Gruppe wurde kleiner und die Frauen haben sich verändert. Es war sehr schwer, weil die meisten Männer ihren Ehefrauen nicht mehr erlaubt haben zu reiten. Über Facebook und Instagram habe ich mich mit anderen Frauen angefreundet und mein jetziges Team aufgebaut. Wenn jetzt eine Fantasia ansteht, dann rufe ich sie an und sie gehen mit. Mädels, wir müssen heute noch viel erledigen. Jeder ist für eine Sache verantwortlich. Als erstes müssen die Pferde gefüttert und gewaschen werden. Das Zelt hole ich ab. Hey, sieh dir das Pferd an. Es ist glücklich. Ich denke, es fühlt sich genauso wie wir. Schau auf seine Ohren. Mädels, wir sind gleich da. Es scheint, dass alles in Ordnung ist. Eure Pferde müssten auch gleich da sein. Hi, wie geht's euch? Seid ihr gut durchgekommen? Ihr könnt ja schon mal ins Zelt gehen. Wir müssen das Heu woanders hinlegen. Shema, wenn du deine Schuhe noch anhast, dann bring den Sattel bitte ins Zelt. Du kannst ihn in die Küche stellen. Weiß jede, welche Waffe ihr gehört? Das ist wichtig. Hat jemand einen Stift? Dann können wir die Namen draufschreiben. Diese hier gehört ganz eindeutig dir. Was soll ich schreiben? A? AF? Die Waffe mit A gehört mir. In Ordnung? Wie andere Anführer auch, muss ich mich um alles kümmern. Ich muss alles vorbereiten, von den Pferden über die Waffen bis hin zu unseren Outfits. Die anderen Frauen müssen nur zu mir kommen, zum Festival fahren und alles ist eigentlich fertig. Als Frau muss man sich besonders bemühen, um anerkannt zu werden. Man muss stark, geduldig und mutig sein. Die Leute reden viel, das merke ich. Aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich als einzige Frau zwischen 40 männlichen Anführern sitze. Aber sie respektieren und schätzen mich. Das gibt mir wirklich ein gutes Gefühl. Es ist wichtig, dass wir synchron schießen. Wenn du dir nicht sicher bist, dann schieß lieber gar nicht. Ansonsten bringt das alles durcheinander und die Zuschauer werden das bemerken. Ich mache es einmal vor. Weißt du warum? Ich gebe dir den Platz nicht, weil du deine Arme zu weit ausgebreitet hast. Das ist aber doch schon so lange her. Ich möchte mich jetzt nicht darüber aufregen. Du hast gesagt, du hörst damit auf. Afra, ich habe doch nur mit dir gesprochen. Sei nicht sauer. Es ist doch okay. Du reitest dann morgen neben mir und heute darf Ilham. Sei bitte nicht sauer. Ich möchte, dass du zufrieden bist. Wir sind hier, um Spaß zu haben und nicht, um über Plätze zu streiten. Das interessiert mich nicht. Streitereien sind nicht nur ein Problem in Frauenmannschaften. Auch Männerteams streiten sich.
Normalerweise ist es nur ein kleines Missverständnis. Wir sind alle Schwestern und vertragen uns ganz schnell wieder. Wir können nicht an den Staat gehen, wenn wir böse aufeinander sind. Wir müssen Frieden geschlossen haben. Wir können nicht reiten und zerstritten sein. Das ist unmöglich. Alle müssen gut miteinander auskommen. Bevor man auf ein Pferd steigt, ist es wichtig, die Fatiha zu sprechen, weil man mit sich im Reinen sein muss. Außerdem achtet man mit dem Gebet das Pferd. Man kann ja nicht reiten, ohne Frieden geschlossen zu haben. Wir wissen nicht, ob wir das überleben oder nicht. So viele Menschen sind bei diesem Sport schon verunglückt. Mit dem Gebet schließen wir Frieden miteinander. Dein Name? Afra. Afra, wie weiter? Afra Benbi. Afra Benbi. Sind wir jetzt gleich dran? Ihr habt die Startnummer 20. Es sind noch 7 Teams vor euch. 7? Okay. Müssen wir in der Schlange stehen? Normalerweise müssen wir nicht warten. Schaut, nehmt eure Waffen, zieht es durch und seid locker. Besonders wenn viele Frauen im Publikum sind, bekommen wir viel Applaus. Sie machen sogenannte Jujus. Damit zeigen sie, dass sie etwas besonders gut finden. Wir hören, wie sie Bravo rufen. Besonders dann, wenn wir es geschafft haben, synchron zu schießen. Sie sind wirklich glücklich. Damit machen sie uns Mut, weiterzumachen. Außerdem gibt es mir Kraft, weil ich einen Platz und eine Aufgabe in der Gesellschaft habe. Es ist etwas, das nicht alle schaffen. Aber ich habe es geschafft. Wir schauen uns die Bilder von der Fantasia an, wie wir aussehen, und entscheiden, welche wir bei Facebook hochladen. Ich wünsche mir, dass Fantasia nicht aussterben wird. Und wenn Gott will, werde ich heiraten und Kinder haben. Und meine Tochter wird reiten und an Fantasias teilnehmen. Und genau wie meine Mutter mir geholfen hat, werde ich ihr dann helfen, alles zu erreichen, was sie möchte. Inshallah.